Jeder will doch eigentlich, dass sein Hund vernünftig an der Leine läuft. Du doch bestimmt auch. Und heute soll es um Leinenführigkeit gehen. Und wenn dich das interessiert, bleib einfach dran. Ich bin Steve Keier, zertifizierter Hundetrainer und schön, dass du heute hier wieder auf unserem YouTube-Kanal bist und Lust hast, dir einen kleinen Tagesimpuls zu holen. Der macht schon wieder Glotzkowski wegen der Enten. Und ich möchte heute mit euch über das Thema Leinenführigkeit sprechen, einfach weil das ein prägnantes Thema ist. Ich werde dir heute Sachen mitgeben, die wirklich essentiell wichtig sind. Wenn du die verstanden hast und auch Sachen davon umsetzt, wirst du in Zukunft bei der Leinenführigkeit einfach Erfolge haben. Es ist ganz wichtig, das Thema komplex erstmal zu sehen. Und deswegen rate ich dir jetzt grundsätzlich als allererstes den Kanal auch hier zu abonnieren und uns immer wieder zu verfolgen, weil wir diese Themen immer und immer wieder auch erklären, weil es geht ganz viel um dich, um deine Einstellung und so weiter. Heute will ich dir jetzt aber erstmal erklären, warum Hunde eigentlich schlecht an der Leine laufen und was du in Zukunft dagegen tun kannst. Eigentlich ist es ganz simpel. Als allererstes, warum ziehen Hunde an der Leine? Ganz einfach, so ähnlich wie ein bisschen eben gesehen mit hey, wenn ich mich nicht drauf konzentriere und ich gehe jetzt mal in die Richtung und er zieht jetzt irgendwo hin. Wartet mal, ich versuche das mal. So, hier. Und ich gehe jetzt einfach hinterher. So. Nur alleine aus diesem Grund wird er lernen, ja, dass Ziehen Sinn macht. Und dann habe ich Probleme damit, das wieder in die Kontrolle zu kriegen. Das ist schon ein ganz, ganz großer Faktor, den ganz, ganz viele Menschen, hey, komm her jetzt hier, los, den ganz, ganz viele Menschen einfach verkehrt machen. Wenn ich das jetzt nachgebe, weil die Enten jetzt hier sind, ja, du bist ein Holzkopf, dann habe ich ein Problem damit. Und dann kann es sein, dass wenn ich das jetzt öfters mache und mich immer von ihm hier runterziehen lasse, dass er immer wieder mehr an der Leine ziehen wird. Punkt 1. Ja, einfach weil die Hunde Erfolg haben mit dem Ziehen. Punkt 2 ist, dass die Menschen das gar nicht verstehen, was sie eigentlich hiermit machen. Also, mal ist es lang, mal machen sie es, mal nicht. Sie haben einfach gar keinen Plan. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, dass sie nicht wissen, was ist für mich eigentlich Leinenführigkeit? Das ist ganz, ganz wichtig. Was ist das für mich? Weil der eine hat so eine Leine, ja, der läuft so mit seinem Hund. Der andere läuft so mit seinem Hund. Der geht jetzt hier so los. So ganz straff. Das ist für manche Leinenführigkeit. Andere machen es wieder Fuß, 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 Fuß. Also da soll die Leine hängen. Andere wiederum gehen einfach nur so durch die Gegend. Und wie der Hund läuft, ist alles vollkommen egal. Und das ist das Problem, dass die meisten gar nicht wissen, was ist für sie eigentlich wirklich Leinenführigkeit. Also das heißt, du weißt das gar nicht, was für dich wirklich Leinenführigkeit ist. Soll er jetzt nun hier laufen? Soll er jetzt da vorne laufen? Darf er jetzt an der langen Leine sein? Muss er jetzt hier ganz nah, ganz kurz bei einem sein? Was darf er denn eigentlich? Was ist überhaupt der Plan? Und daran scheitern schon die meisten. Und jetzt wirst du vielleicht überlegen, ist das wirklich so? Ich weiß doch aber, was ich will. Dann kommt nämlich das Nächste, dass du das gar nicht richtig übst. Also das heißt, du baust keine vernünftigen Rituale auf. Ja, das ist auch ein ganz, ganz großes Problem, was viele Menschen haben. Sie haben vielleicht jetzt ein bisschen verstanden, okay, mein Hund darf nicht überall hin. Also das Ziehen hat Erfolg, gut, das stelle ich jetzt ab. Jetzt heißt es, okay, ich muss mich auf eine Sache konzentrieren. Also meine Leinenlänge ist jetzt das hier. So, und jetzt rennen sie los, wieder planlos, lassen sich erstmal ein bisschen durch die Gegend ziehen, so, und fangen dann irgendwann an, sich umzudrehen und oder in sie reinzurennen. Ja, merkt ihr schon jetzt hier so bei hey, wie hektisch der wird. Der weiß, was ist denn das jetzt? Was soll das jetzt hier? Alles gut, Großer. Und da geht es auch wieder los, dass die Leute auch hier wieder keinen Plan haben, was ist Leinenführigkeit für mich überhaupt und wie setze ich das jetzt um? Und es gibt noch mehrere Gründe dafür. Dafür haben wir schon einige Videos mal gedreht. Die verlinken wir ja auch mit rein in die Infoseite. Da packen wir die Videos rein. Da haben wir schon mal erklärt, die Gründe, warum Hunde eigentlich ziehen. Da will ich jetzt nicht zu sehr drauf eingehen, weil da gibt es unterschiedliche Gründe.
weil ich einen Rassehund habe, weil er einfach jung ist, einfach weil er im Jagdmodus ist, weil er sexual motiviert ist. Da gibt es so viele Gründe, warum Hunde an der Leine zerren. Was ich dir aber mitgeben will, ist heute, lerne es wirklich mal zu verstehen, so wie hier, hey, hey, jetzt, der hat einfach ein Problem gerade mit den Enten. Mir ist das egal, weil ich jetzt gerade mit euch mich unterhalte und ich lege da jetzt nicht so einen großen Wert drauf. Aber es ist extrem wichtig zu wissen, was will ich eigentlich. Weil wenn ich mich jetzt zum Beispiel dafür entscheide, dass er jetzt einfach hier bleibt, ja, dann bleibt er jetzt auch einfach hier. So, jetzt will ich nichts anderes mehr. So, jetzt signalisiere ich das einfach hier über die Hand, über die Leine. Du bleibst jetzt einfach hier. Und wenn ich es jetzt ganz ernst meine und dann noch sage, hey, hey, hier rum, Sitz, ja, dann bleibt er jetzt auch sitzen. Wenn ich das jetzt will, ist mir jetzt aber eigentlich auch Schnuppe, weil er ein toller Hund ist und so oder so einen ganzen Tag eine coole Socke ist. Deswegen kann er jetzt auch von mir auch wieder aufstehen. Nur, ich muss mich dafür entscheiden und das will ich dir heute mitgeben. Wenn du deinen Hund Leinenführigkeit beibringen willst, entscheide dich als allererstes, wie soll das aussehen? Dann entscheide dich, wie baue ich das auf? Nehme ich jetzt die Methode, nehme ich jetzt die Methode und arbeite positiv über Futter, Spielzeug und lenke quasi ab. Also, keine Ahnung, ich tue jetzt mal so, komm mal hier, ja, und mache dann immer so, Fuß, Fuß und bringe das Signal Fuß bei, von mir aus. Oder baue ich ein Ritual auf, Sitz. Mach die Leine bewusst kürzer, wechsle zum Beispiel vom Geschirr aufs Halsband, ja, und dann arbeite ich zum Beispiel mit körperlichen Blockaden. Also ich gehe los und sage hier, hey, ja, seht ihr schon, ist viel zu energetisch, mag ich auch nicht so, und gehe dann wieder hier so los und sage wieder, hey, ja, und gehe wieder weiter und mach wieder, hey, damit er einfach nicht vorgeht. Das kann eine Methode sein. Was auch eine Methode sein kann, ist, dass man, du denkst, oh, ich bin bescheuert, wa? Alles gut. Was auch eine Methode sein kann, ist ganz einfach dieser sogenannte Richtungswechsel. Also das heißt, ich gehe jetzt dahin, wo er will und drehe mich dann plötzlich wieder um. Ja, übe das mal so, gehe plötzlich hier in ihn rein. Siehst du, er ist nicht aufmerksam. So, genau, soll er jetzt einfach lernen. Ja, gehe wieder hier lang. So, gehe jetzt wieder hier lang. Das sind alles so eine Standardübungen, die jeder da draußen euch irgendwie erzählt und beibringt. Ja? Also du kannst so viele YouTube-Videos darüber sehen, so viele Trainer erzählen davon, es steht in Büchern, es gibt Videokurse dazu, ist alles schön und gut. Du bist ganz durcheinander. Aber das Problem an der ganzen Geschichte ist, kennst du doch, oder? Du spielst den Baum, du machst Richtungswechsel, du blockierst, du arbeitest mit Motivation und dem Fußsignal und am Ende klappt es nachher doch nicht. Weil du grundsätzliche Sachen noch nicht verstanden hast, dass dein Hund zum Beispiel generell erstmal ruhig sein soll, dass er einfach gelassen ist. Ja, darum geht es erstmal, dass du einen vernünftigen Plan hast, dass du den Plan auch vernünftig umsetzt, dass du dann auch mal diszipliniert Wochen und Monate daran arbeitest in gewissen Phasen. Hier will ich eine Leinenführigkeit, hier will ich keine. Hier will ich eine Leinenführigkeit, hier keine. Es liegt nämlich am Ende immer daran, was du daraus machst. Dein Hund hat eigentlich meistens die wenigsten Probleme. Ja, genau. Das gebe ich dir heute mit. Kommentier mal das Video. Vor allen Dingen abonniere unseren Kanal, guck mehrere Videos an, weil das kann ich jetzt hier nicht alles reinpacken, weil sonst geht das Video über eine Stunde. Und am Ende brauchst du eins. Und das ist nämlich mal wirklich jemand, der bei dir da drüber guckt, mal wirklich hinguckt, was machst denn du da eigentlich, auch wenn du es vielleicht kognitiv schon verstanden hast, wovon ich hier rede, weil das ist einfach. Das schreiben 1000 Bücher, das ist alles nichts Neues. Aber was den meisten Menschen fehlt, ist, dass jemand mal drüber guckt und sagt, hey, du hast es eben nicht richtig verstanden und nein, du arbeitest nicht sauber und nein, du redest an deinem Hund vorbei. Und deswegen kannst du zu uns kommen, zu eins der intensivsten Coaching in Deutschland überhaupt oder im deutschsprachigen Raum. Wir haben ja Kunden auf der ganzen Welt und dann zeigen wir dir Schritt für Schritt, wie du das hinkriegst. Ja, kriegst vor allen Dingen Feedback, hast ein ganzes Team an deiner Seite, einen 24-Stunden-Support und ich freue mich, wenn du das Video kommentierst, unseren Kanal abonnierst, damit du nichts mehr verpasst. Und wir sehen uns zum nächsten Video. Vielen Dank, dass du bis zum Ende durchgeschaut hast. Und wenn du das umsetzt, verspreche ich dir, wird deine Leinenführigkeit auch besser. Aber du musst natürlich für dich erstmal rausfinden, was ist hier der richtige Weg für dich und deinen Hund. Und wenn du Hilfe brauchst, weißt du ja, wo du uns findest. Bis später. Wir sehen uns.
und wir gehen jetzt zum Wasser.